betrogen werden. Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin bezahlt werden. Scheiße! Wir sind aufgeflogen! Wladimir! Die wissen Bescheid! Russische Bauern wollen mit ihren Traktoren nach Deutschland kommen, um die deutschen Bauern bei ihren Protesten zu unterstützen. Und das, obwohl unsere Außenministerin Baerbock Russland den Krieg erklärt hat. Wird das Ganze jetzt an der Grenze verhindert? Ganz Europa weiß, dass es ein starkes Deutschland braucht. Denn wenn Deutschlands Wirtschaft floriert, dann profitiert ganz Europa davon. Und daher haben sich mittlerweile viele Bauern aus den angrenzenden Ländern zu Deutschland bei diesen Protesten mit angeschlossen. Wir haben mittlerweile Bauern aus Holland, Polen, Bulgarien, Ungarn, Dänemark und vielen anderen Ländern der Europäischen Union, die zusammen mit den Deutschen auf der Straße stehen und demonstrieren. Doch jetzt ist etwas Erschreckendes für die Politik passiert. Die Russen wollen jetzt kommen, um uns im Kampf gegen unsere Regierung zu unterstützen. Also gerade jene Menschen, die ja laut unserer Regierung ganz böse sind und die wir im Namen unserer Regierung sowie unserer Demokratie ganz heftig hassen sollen. Seit 3 Tagen demonstrieren unsere Bauern, Logistiker und andere Berufsgruppen. Sie streiken für jeden von uns. Mittlerweile bekommen sie Unterstützung aus fast allen Nachbarländern. Und jetzt kommen auch die Russen zur Unterstützung. Hört zu, was der Mann im nachfolgenden Video zu sagen hat. Liebes deutsche Volk, ihr habt euch immer gefragt, wann kommt Russland nach Deutschland? Ich gebe euch die Antwort. Jetzt kommen sie. Sie kommen, um euch zu unterstützen bei der Demo in ganz Deutschland. Sie kommen mit den Trucks. Jetzt habt ihr auch die Unterstützung von den Russen. Die Russen wissen, dass die Bevölkerung nie was hatte gegen Russland. Nur die Regierung. Darum zeigt ihnen den Respekt. Dankt es. Wir danken euch für die Gastfreundschaft, für unsere Freundschaft. Die darf nie brechen. Slava Russia und Ruhm für Deutschland. Kämpft für den Frieden. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wird dich schockieren. Es ist nicht realisierbar, was aktuell auf den deutschen Straßen passiert. Endlich gibt es einen starken Zusammenhalt und der Kampf für unser Land ist viel stärker, als sich die Ampel vorgestellt hatte. Nun hat sich die Polizei offiziell dazu geäußert, dass sie ebenfalls zum Volk halten und der Regierung den Rücken gekehrt. Zum ersten Mal gibt es seit Jahrzehnten einen so starken Zusammenhalt in Deutschland. Aber was noch krasser ist, dass dieser Protest sogar international vollkommen unterstützt wird. Selbst die Russen sind gerade auf dem Weg nach Deutschland, um uns zu unterstützen. Und sogar obwohl wir in den letzten Jahren keine gute Verbindung zu Russland hatten. Doch die ganze Welt weiß nun, dass was in den letzten Jahren passiert ist, nicht das war, was das Volk wollte, sondern nur die Regierung. Jetzt kommen wir aber zum 15. Januar. Was ist geplant? An dem Tag versammeln sich alle in Berlin und sorgen für den Fall der Ampel. Tausende Landwirte werden da sein, aber auch das
Сотни грузовиков, тракторов и прочей сельхозтехники сегодня блокируют движение по автобанам Германии. Там стартовала неделя забастовок. Массовые акции по всей стране. Тысячи аграриев собрались в Берлине, припарковавшись у Бранденбургских ворот. Вслед за фермерами бастовать готовятся железнодорожники. Причем тут антироссийские санкции, разбирался Иван Благой. Он поговорил с протестующими. Земля Бранденбург. Въезд на автобан заблокирован. Чтобы согреться, фермеры разожгли костер прямо на проезжей части. На одном из тракторов видим надпись «Достало». Время от времени члены семей протестующих подвозят горячий чай и кофе. Блокада началась еще затемно. Правительство дерьмовое, должно уйти в отставку. Люди не называют своих имен, но общаются охотно. Хорошие отношения с другими странами разорваны из-за нашего глупого правительства. Так не делается. Да, это про антироссийские санкции и в целом про политику Берлина в отношении Москвы. А мы средний класс, простые люди. Почему должны теперь ссориться, если политики не справляются? Звучат шутки о русских морозах. Действительно холодно. Даже легкий минус в Германии переносится тяжело. Подъемник, с которого наш оператор снимал проезд техники, замерзает на высоте. Покидать его приходится вот так, по стреле.